Wo ist denn der Grundstückswert dargestellt? Naturrohstoffe. Das hier? Stufen. Wo poppt ihr denn da hoch? Jai. Und hier wird gleich alles neu gebaut. Und warum? Nur weil wir da jetzt eine U-Bahn hingelegt haben oder was? So, auf jeden Fall werden wieder Leute nachgefragt. Also Wohngebiete und Bürogebiete. Wir haben jetzt hier Ballen da. Müssen wir noch mal ein bisschen ausweiten. Das gehört ja auch dazu. Zu Ballen da. So. Okay, wir wollen also wieder Bürogebiete haben. Ja, ja. Und Wohngebiete. Gewerbegebiete gibt es genug. Gucken wir mal aus der berühmten Vogelperspektive hier nach U-Bahn-Linien. Da hat man ja so einen ganz schönen kleinen Überblick dann. Also, naja, so schön sieht es eigentlich dann doch nicht aus. Also wir haben jetzt eine U-Bahn von hier rumgebaut, dann dahin, geht dann weiter nach Weißenturm an der Nacht. Die Verlängerung ist noch in der Planung, ebenso die Verlängerung zum Deutschen Eck, weil wir da Stationsschwierigkeiten haben. Umsteigestation ist hier und hier. Na? So, was da knuspert, ist so ein... Oh, das war der falsche Knopf, fast wieder mal. Ich muss da unten nicht auf das X oben rechts klicken, Norbert. So. Damit haben wir also die eine U-Bahn-Station soweit. U-Bahn-Linie meine ich. Wollen wir gleich mal gucken, ob die irgendwie positiv angenommen wird. Ach, wir müssen auch eine Farbe ändern. Also wir haben so ein Chamois. Dann machen wir mal hier so ein... Weiß-Blau. Sowas. Oder weiß-rot. Die da. Okay, das ist doch ganz nett. Nehmen wir das mal. Ah ja, da hätten wir gleich gucken können hier. Na gut, so viel sind es noch nicht. So viele Leute. Aber diese Station hier ist gut besucht. Das ist die Endstation da. Alles klar. Dann haben wir... Die nächste Station ist gut besucht, das ist die zweite. Und dann hier hinten ist ein bisschen mau noch. Aber das kommt dann noch. Da wette ich drum, wenn wir das dann verlängert haben, bis da drüben hin. Da müssen wir diese hier so irgendwie hier rumführen, dass die vielleicht unter dieser Straße durchgeht. Genau, dann werden wir sie hier irgendwo hinpacken. Hier nochmal halten lassen und dann geht es hier zum... Da haben wir ja schon... Was ist? Ach, du hast keinen Strom. So ein Mist aber auch. Warum eigentlich nicht? Ja, man könnte auch hier noch Bürogebiete hinmachen, dann wird sich das sowieso von selber... lösen. Dann machen wir doch mal hier Bürogebiete hin. Haben wir denn da Wasser? Das haben wir genug. So, dann baut da mal schön Bürogebiete. In die Ecke da rein. Oh, es geht schon los. Hier vielleicht auch noch hin. So ein Hafenbürogebiet oder was weiß ich. Und dann sollte das sich ja dann gleich... Jawohl, hat sich gegeben. Klasse. Inzwischen haben wir auch wieder 54.000 Kajumbin. Das heißt, wir können also sofort gleich hier die Strecke weitermachen. Ne, da drauf klicken, ey. So. Ich denke mal, dass hier relativ viel Betrieb sein sollte. Bei diesen 1000 Hotels hier. So, wo geht's denn weiter jetzt? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wir müssen dann, glaube ich, dahin, ne? Hier müssen wir hin, richtig. Da können wir die Straße direkt... Da müssen wir hin.
Okay, dann machen wir hier noch eine Haltestelle rein. Hier ist so ein Loch. Hier neben den einfach mal hier in die Ecke. So, und dann bauen wir nämlich hier die Linie da drum. Da müssen wir dann ein wenig runter. Nee, brauchen wir gar nicht. Ist ein Ding. Überraschung. So. Manchmal klappt es auch etwas einfacher. Gefälle wieder zu steil. Ah, ja, ja. Alles klar, da gehen wir mal. Machen wir das mal wieder so mit von der Seite aus. So, prima. Dann haben wir das angeschlossen. Dann haben wir hier noch eine Station. Dann gehen wir mal da drüben hin. Und dann können wir ja gleich mal, wo wir da schon mal schön dabei sind, diese Linie auch hierhin verlängern zum Bürogebiet Andernach, Bürostadt Andernach. Brauchen wir hier eine Station? Ne, machen wir dahin. So, relativ zentral. Das sieht jetzt noch nicht so zentral aus, aber das wird hier dann noch zentral. So, prima. Das heißt, die Strecke ist jetzt schon mal hier um nochmal die Hälfte verlängert worden, glaube ich. Dann nehmen wir die Station. Machen erstmal auf Pause. Nehmen wir die Station. Nee, was hat er jetzt gemacht? Verlegen die. Hier mal so hin. So. Dann. Das geht also, wenn man die linke Maustaste gedrückt hat, damit den Richtungspfeilen da arbeitet, dann können wir also hier schön hier die Station einrichten und dann hier. Also meine Voraussage ist ja, dass hier viel Betrieb sein sollte. Wir sehen das dann später. So, dann geht die nächste Station dann hier hin. Und die Leute freuen sich wie Schneekönige. Und hier dann natürlich an die Umsteigestation. So, gucken wir mal, wie das jetzt so läuft. Ja, die orientieren sich da um. So, die ist nochmal die alte Strecke gefahren. Jetzt gucken wir mal, die fährt jetzt die neue. Und zwar fährt sie gleich ganz durch. Halt, bleib doch da mal stehen. Moment mal. Wo bist du denn jetzt? Das ist sozusagen die Betriebsfahrt. Halt. Gibt es ja auch so bei den Stadtbussen hier, dass dann mal auf der Betriebsfahrt dann erstmal das die Endstation angefahren wird. So, da fährt er überall durch. So, wir kommen hier zu dem Hafen, Umsteigepunkt, zu den Bussen. Und jetzt fängt dann die richtige Strecke an. Nämlich hier. Zack. Hier fährt noch keiner, ne? Nee. Nächster Halt, Haltestelle 12. Ja, man kann hier auch benamsen. Da
Vielleicht machen wir das nochmal in der heutigen Aufnahme, dass wir so mal so die U-Bahn-Stationen zunächst mal benamsen. So, jetzt kommen aber Leute rein. 80 gleich. Wunderbar. Ich habe ja gesagt, dass diese Station hier in dem Hotelgebiet Weißen Turm natürlich sehr begehrt sein sollte eigentlich. So, als nächstes kommen wir dann hier hin. Och, hier ist auch so viel. Okay, aber es läuft gut. Wird ja gleich schon mal gut angenommen, die Strecke. Hier ist jetzt die Hier ist ja wirklich Umsteigestation noch und noch. Jetzt kann man nicht verschieben. Nee. So. Wir sind immer noch bei 180. Da waren 168 ausgestiegen und eingestiegen. Das ist eine Wahnsinnsfluktuation. Okay, das ist eine sehr schöne Bahn. Gefällt mir. So, hier wird ja dann umgestiegen zu der anderen Station, oder? Oder war das die nächste? Das war dann die nächste wahrscheinlich. Ah ne, jetzt sind wir ja erst beim Vergnügungsviertel. Richtig. So, hier Vergnügungsviertel. Passagiere. Hier ist diese Umsteigestation. Wo sie dann so ein bisschen zu Fuß laufen müssen da. Das ist aber kein Problem. So, dann geht es hier hin. An die Endstation. Genau. Wunderbar, das haben wir schon mal uns schön angeschaut hier. Und dann wollten wir ja nochmal hier verlängern. Jetzt können wir auch wunderbar hier die Station anbringen. Wo machen wir sie jetzt eigentlich mal hin? Ich würde mal sagen, wir bauen die Station eigentlich mal so hier so ein bisschen weiter hin. Dass wir dann direkt so ein bisschen gemütlich runter können. So, da ist auch kein Problem mit der Steigung. Und jetzt, ja, die Lützinger wollen immer noch keine U-Bahn haben. Eigensinnige Leute da, aber nun gut, wollen wir jetzt mal hier verlegen. Da machen wir mal Pause, sonst kommen die U-Bahn durcheinander, glaube ich. So, jetzt verlegen wir mal. Und machen hier zwei neue Stationen hin und zurück. Und dann ist erstmal diese Strecke dann fertig. So, dann dürft ihr weiterfahren. Dann ist diese Strecke jetzt erstmal fertig, soweit. Diese erdbeerfarbene. Und wie gesagt, das wird noch verschoben. Dann machen wir hier noch eine Bushaltestelle hin. Noch eine zusätzliche. Ja, und wir wollten erstmal gucken, wo wir denn die nächsten Wohngebiete hin machen. So. Hier ist alles mehr oder weniger voll.